und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen Slush. Und zwar einen gesunden Slush, und zwar aus Wassermelone. Viel gesünder als die Slushs, die es im Schwimmbad gibt, die ganzen Kinder trinken. Denn da ist ja wirklich nur gefrorenes Wasser drin, Farbstoff und Aroma. Und Zucker. Ganz viel Zucker natürlich. Die Kinder stehen drauf auf die bunten Farben. Aber das kann man ganz einfach und viel, viel gesünder und leckerer zu Hause machen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euren Wassermelonen-Slush braucht ihr nur wenige Zutaten. Und das sind folgende. Und zwar einmal natürlich Wassermelone. Die schneidet ihr in kleine Stücke, nicht zu groß lassen, lieber kleiner, wegen eurem Mixer. Und dann gebt ihr das Ganze in einen Tiefkühlbeutel oder in eine Tiefkühlbox, was ihr einfach zu Hause habt, und lasst das Ganze am besten über Nacht durchfrieren. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zitronensaft oder Limettensaft, würde sich auch gut eignen. Und noch ein bisschen Wasser, mal sehen, ob wir es brauchen oder nicht. Und das waren schon die ganzen Zutaten, total einfach und es schmeckt hervorragend. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Ich habe noch ein paar Tipps für euch, wie ihr erkennt, ob eure Melone auch wirklich süß ist. Im Laden ist es sehr schwierig, wenn man eine ganze Melone kauft. Man kann ja nicht von innen reinschauen, ist die schon mehlig oder wie auch immer, ist das Fruchtfleisch schön fest oder ist es eben schon weich und ist schon am Gären. Das sieht man ja dann nicht. Und da gibt es ein paar Tricks. Und zwar hat die Wassermelone einen gelben Fleck. Den habe ich jetzt hier schon weggeschnitten, den habe ich ja schon verbraucht. Und das ist der gelbe Fleck, der praktisch entsteht, weil die Melone auf dem Boden liegt. Und je gelber dieser Fleck ist, desto reifer ist die Melone. Dann gibt es noch einen Trick, und zwar hat die Melone, es ist ja ein Kürbisgewächs, so einen Stängel. Und wenn der Stiel angetrocknet ist und nicht mehr also frisch, dann bedeutet das, dass sie reif ist. Denn wenn der Stängel frisch wäre, dann weiß man, dass sie zu früh geerntet wurde und noch nicht reif ist. Dann gibt es noch eine Methode, und zwar gibt es diese Klopfmethode. Und wenn es sich hell anfühlt, dann weiß man, es ist unreif. Und wenn es sich so dumpf anhört, dann weiß man, dass es reif ist. Und dann gibt es noch einen Trick, und zwar, wenn ihr die Melonen in die Hand nehmt und ihr vergleicht Melonen, die ungefähr die gleiche Größe haben, dann müsst ihr immer die wählen, die sehr schwer ist. Dann wisst ihr nämlich, dass die sehr süß ist. Also müsst ihr nächstes Mal unbedingt ausprobieren. Gebt mir Bescheid, ob es geklappt hat. Ich wusste das früher auch nicht. Und jetzt wende ich das immer an und meistens lande ich einen Treffer. Und jetzt müssen alle Zutaten in euren Mixer bzw. Küchenmaschine. Und wenn ihr keine ganz so starke Küchenmaschine habt, dann seid ein bisschen vorsichtig. Lasst das hier ein bisschen antauen, denn das ist ja wirklich steinhart wie Eiswürfel, weil die Wassermelone ja fast nur aus Wasser besteht. Deshalb schont da euren Mixer ein bisschen, dann könnt ihr ein bisschen schauen, ob ihr es schafft oder nicht. Wenn ihr aber wisst, dass eure Küchenmaschine ultra stark ist, dann kein Problem, einfach rein damit. Und so ist das Ganze jetzt schon fertig und jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, möchtet ihr das Ganze ein bisschen grob haben, dann mixt ihr nicht so lange. Wenn ihr das feiner haben möchtet, dann länger mixen. Wenn ihr kein Wasser hinzugebt, dann ist es eher wie Eis, also eher zum Löffeln gedacht. Und wenn ihr es eher trinken möchtet, also durch einen Strohhalm zum Beispiel, dann müsst ihr ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben, weil sonst kriegt ihr das auf jeden Fall nicht durch den Strohhalm. Und wenn es heiß genug ist, dann schmilzt es ja eh recht schnell. Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn es erst fester ist, weil dann schmilzt es und das kann man immer dann aufsaugen mit dem Strohhalm und langsam einfach trinken. So, wenn es natürlich schon so flüssiger ist, muss man natürlich auch wieder schneller trinken. Also da könnt ihr ein bisschen ausprobieren und schauen, was euch am besten gefällt. Und so schnell und einfach habt ihr selbstgemachten Wassermelonen-Slush gemacht. Viel gesünder als die ganzen, die es im Schwimmbad gibt. Ohne Zucker, nur Fruchtzucker hier drinnen, nicht zugesetzter Zucker. Also ab und zu kann man sich das gönnen und sich erfrischen. Vor allem für Kinder finde ich super toll in schöne Gläser, für eine Kinderparty zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, meine Schülerinnen und Schüler, die werden auch Spaß dran haben und der eine oder andere wird es bestimmt ausprobieren.
Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Und wie immer schreibe ich euch alles auf meinem Blog frau-janik.com auf. Ich freue mich da auch über Kommentare oder Feedback, wie es euch geschmeckt hat, ob es euch gelungen ist und so weiter. Und gerne dürft ihr mir auch Fotos schicken, da freue ich mich immer besonders, und zwar am besten über Instagram und da über den Hashtag frau-janik. Dann kann ich das nämlich sehen und ich freue mich wirklich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt Slush genießen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei beim Ausprobieren. Lasst euch erfrischen bei der Hitze und ja, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.